Bundeslade und Stiftshütte. Teil 11 der Geschichte von Mose. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit, und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Nachdem sie die 10 Gebote auf Steintafeln von Gott bekommen hatten, bauten sie einen Kasten aus edlem Holz, in dem sie diese Tafeln lagern konnten. Dieser Kasten wurde Bundeslade genannt. Außerdem bauten sie ein Zelt, was zum Aufbewahren der Bundeslade genutzt wurde. Dieses Zelt hieß Stiftshütte. Gott hatte ihnen eine genaue Anleitung gegeben, wie die Bundeslade und die Stiftshütte aufgebaut sein sollten. Wenn sie durch die Wüste reisten, trugen sie die Bundeslade mit den Gesetzestafeln vor sich her. Häufig blieben sie aber auch eine Weile an einem Ort. Dann bauten sie die Stiftshütte auf. In dieser Zeit redete Mose mit Gott. Immer wenn er das tat, war das Zelt, so wie vorher auch der Berg, von Nebel umhüllt. So konnte man erkennen, dass Gott darin war.